Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Was bleibt Box von Madeline Juno. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Was bleibt von Madeline Juno? Das Ganze am 6. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. In hellorange gehalten, so sieht das aus, klassisches Boxformat. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Hier haben wir so diverse Schweißnähte, die bieten sich da eigentlich immer ganz gut an, um das Ganze hier zu öffnen. Und so sieht das dann aus. Also vom Boxdesign her relativ schlicht gehalten. Wir haben hier so einen hellen Orangeton. Dann lesen wir hier den Namen der Interpretin, Madeline Juno. Darunter lesen wir, was bleibt, den Albumtitel und dann hier ein quadratisches Bild, wo wir die gute Frau abgebildet haben in einem, ja, sieht nach orangenem Jäckchen aus. Von der Farbe her kommt mein Pullover ziemlich gut dran. Ansonsten hier in hellorange weitergehalten. Hier an der Seite lesen wir wieder den Namen. Auf der linken Seite den Albumtitel. Es klappert auch schon die ganze Zeit. Und das ist relativ ungewöhnlich. Wir haben hier nicht den Boxinhalt aufgelistet, sondern die Tracklist. Okay, 12 Stück haben wir hier drauf. Hier unten dann noch die Barcodes, also den Barcode und das Label Embassy of Music. Okay, dann schauen wir mal hinein. Also, wir haben hier einmal ein kleines Täschchen. Dann das Album an sich. Eine Akustik-EP, dann einen Kunstdruck, eine Autogrammkarte, das dürfte wohl ein Tattoobogen sein und ein Poster. Von innen die Box in weiß gehalten. Dann machen wir das Ganze mal wieder zu und packen die Box zur Seite. So, und nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, einmal, zweimal werden wir die gleich hier rausholen. Also einmal dieses Täschchen hier. Und dann haben wir auch noch das Album. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Vom Design her, vom Cover her ident wie auch schon die Box. Auf der Seite lesen wir auch wieder Madeline Juno, was bleibt. Und dann haben wir die Tracklist auch nochmal. Also, sieht genauso aus wie die Box, sowohl von vorne als auch von hinten. Dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier links einmal eine Stecktasche. Ich hoffe mal, dass wir hier das Cover vorfinden. Jawohl, so ist es. Das Booklet natürlich. Das Booklet vorfinden. Jawohl. Also wir haben hier einerseits Fotos, aber auch die Lyrics. Sehr schön. Also die Tracks hier nochmal Wort für Wort abgetippt. Danke für gar nichts. Okay. Lyrics ohne Ende. So muss das sein. Dann weitere Fotos. Was wird hier gelesen? Die New York Times. Okay. Jawohl. Okay, ja. Das habe ich jetzt auch noch gesucht. Also wir haben hier dann auch so einen kleinen Paragraphen noch, wo wir die Infos zum Track haben. Also wer hat das geschrieben, wo wird das produziert und so weiter und so weiter. Ja, hier zum Abschluss gibt es noch eine umfangreiche Danksagung. Könnt ihr euch natürlich gerne mal kurz anhalten und durchlesen. Und dann hier noch ein Foto. Dann packen wir das Booklet mal wieder zurück. So, hier haben wir dann nochmal ein Foto in dieser orangenen Jacke. Und hier dann die Album-CD, auch in diesem Pfirsichfarben, in diesem blass-orange gehalten. So sieht das aus. Damit nicht genug mit dem Album an sich,
12 Tracks. Wir haben dann auch noch eine Akustik-EP dabei. Die ist farblich auch wieder in diesem zarten Orange gehalten. Und dann haben wir hier 5 Tracks in der Akustik-Variante. Okay, das Ganze kommt in einer Papphülle. Und die CD ist auch wieder ganz schlicht gehalten. Also Papphülle. Dann haben wir was dabei, was ich, um ehrlich zu sein, noch nie in einer Box gesehen habe. Und zwar handelt es sich hier um eine aufklebbare Handytasche, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, wir haben hier auf der Folie noch kurz die Anleitung: Card Money Holder for Most Mobile Phone Models. For Money Credit Cards, Name Cards. Okay, also, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir dann das Telefon, in dem Fall meines hier, und dann zieht man hier einfach dieses Ding hier, diesen Streifen hier ab, und damit kann man dann das Ganze hier festmachen, und dann hat man hier ein kleines Fächlein, so ein kleines Täschchen, um hier entsprechend Karten oder auch irgendwie Geldscheine reinzupacken. Das Ganze ist dann auch hier noch gebrandet mit dem Namen der Künstlerin. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe sowas noch nie zuvor gesehen. Ich glaube auch nicht, dass ich das verwenden werde, weil dann einfach mein Handy noch mehr Platz braucht in der Hosentasche als ohnehin. Und ja, ist eine nette Sache, habe ich echt noch nie zuvor gesehen, auch nicht in der Box natürlich, aber ja, wenn ihr dafür Verwendung findet, umso besser. Ich glaube nicht, dass ich das verwenden werde. Dann haben wir einen Kunstdruck mit dabei, und zwar ist dieser hier oben einmal unterschrieben mit schwarzem Stift. So sieht das aus. Ich glaube, der ist in jeder Box gleich, aber er wurde hier individuell unterschrieben. Also das ist, glaube ich, bei jedem dieser Kunstdrucke unterschiedlich, die Form der Unterschrift. Und dann haben wir hier eine Dame mit blauen Haaren. Sieht ein bisschen so nach, ja, Weltkugel oder nach so einer Kugel aus. Rückseite ist blank weiß und das Ganze ist vom Material her Acryl. Acrylglas. Dann haben wir eine Autogrammkarte mit dabei, im, ja, je nachdem wie man es hält, Querformat, Hochformat. Ich sage mal Hochformat, die Dame liegt hier auf einer Couch. Dann haben wir auch nochmal die Unterschrift, also zusätzlich zu diesem Acrylkunstdruck ist auch hier die Autogrammkarte unterschrieben. Auf der Rückseite haben wir dann die Tourdaten zu der anstehenden Tour. So, schauen wir mal, nein, nach Wien kommt die Frau nicht, okay. Und dann haben wir hier noch den Instagram-Namen. Da könnt ihr dann folgen. Dann mit dabei ein Poster. So sieht das aus. Also Format A3. Und hier haben wir dann das, was wir schon vom Cover kennen, also was ja da immer klein und quadratisch war. Diese Abbildung hier haben wir dann noch einmal größer und eben im Hochformat. Einseitig bedruckt, Rückseite ist, wie ihr sehen könnt, blank weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dieses hier. Und zwar ist das ein Tattoo-Bogen. Auf der Rückseite haben wir hier einmal die Infos, wie das Ganze zu verwenden ist. Also hier könnt ihr nachlesen, wie das Ganze dann funktioniert. Und was lesen wir hier unter anderem? Was lesen wir hier? Ich brauche einen Waldbrand unter meiner Haut. Okay. Was lesen wir hier noch? Ich bin gebaut, um zu eliminieren, was mich kaputt macht. Es ist in meiner DNA. Also es dürften wohl alles hier so Zitate und Songzeilen sein, die hier mittels dieser Tattoos hier verarbeitet wurden. Dann haben wir unter anderem noch ein Autogramm. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Motive, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, haben wir dann noch hier auf diesem Tattoo-Bogen. Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal eben gezeigt der Tattoo-Bogen mit diesen temporären Tattoos. Dann das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, Größe A3. Dieses kleine Täschchen hier zum Aufkleben auf euer Handy, dieser Geld- und Kartenhalter. Dann die Autogrammkarte unterschrieben, ebenso wie dieser Kunstdruck hier auf Acrylglas. Die Bonus-EP, die Akustik-EP mit 5 Songs in der Akustik-Variante. So wie natürlich das Album an sich mit insgesamt 12 Liedern. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box.
Was bleibt von Madeleine Juno? Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Madeleine Juno unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.